So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ja, wie ihr seht, ist hier bei unserem Merchant, der kam, irgendwie noch einer dabei gewesen, der uns anbietet, unsere Kolonie zu seinem Reich oder Official Land of Aurim, also als offizielles Land ihres Reiches zu erheben. Can you imagine the trade wagons? Of course. Also kannst du dir die Trade-Wagen vorstellen? Sicherlich. Das sind Verantwortlichkeiten und die Herrschaften müssen gut leben. Do you have any suitable to recommend for elevation? Also hast du anyone suitable, also den ich da erheben kann, sozusagen in diesen, also Elevation, Erhöhung, den ich da in die Höhe machen kann. Das ist jetzt die Frage. Also was mache ich hier? Bleibe ich jetzt unabhängig? Schmeichelhaft, aber wir werden die Distanz zu unserem Heimatland selber managen. Oder ich... I can scarcely believe this good news. I have some recommendations. Also, Recommendations sind Vorschläge, oder? Bevor ich jetzt da hinklicke, ich weiß nicht, was hat das für Auswirkungen, wenn ich das jetzt mache? Recommendations, Empfehlungen, ja. Komm, wir machen das mal, oder? Wir schließen uns diesem Dings an hier. Merit deserves a reward, also Verdienst verdient eine Belohnung. Schauen wir mal, was passiert. Okay, also, ach so, jetzt werden wir eine Baronie. Ach du Kacke. Okay, eine Baronie. Also, würde ich ja schon mal unseren Major einfach, oder Majorin, Bürgermeisterin dazu machen, oder? Hier. The world is the same as ever. Okay. Also, das wollen sie das nächste Mal mitbringen. Ja. Okay, was ich gerne hätte, wäre tatsächlich. Habt ihr. Also, Stones? Stone. Und zwar hätte ich gerne. Das hier. Und das hier, weil das ist nämlich Kohle. Ne? Das andere brauchen wir alles nicht. Und auch sonst, ja gut, wir können natürlich wieder Holz gebrauchen. Jedes Holz, das ihr mitbringen möchtet, könnt ihr gerne mitbringen. Ist egal, kann man das alles hier andingseln. Holz und Kohle brauchen wir. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir jetzt eine Baronie gleich? Lass mal kurz mal gucken. Well, okay, tolles Import Agreement. Also ich habe jetzt gerade auch mit denen gehandelt, habe wieder einen Ring verkauft für fast alles, was die hatten, außer ein paar Kleider habe ich da denen gelassen, also beziehungsweise Stoff. So, Clothes and Anvils wollt ihr haben. Next Trade ist, okay, ja klar. So, was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit unserem hier? Also ist der jetzt nur vorgeschlagen worden als Baron? Oder was ist jetzt passiert? Hä? Naja, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich sonst noch gemacht habe hier. Ich habe hier in dieses in meine Hühnerfarm alles reingemacht, was irgendwie Eier legen kann. Und die legen hier auch fleißig Eier. Also alles Mögliche an Eiern. Das Zeug habe ich jetzt gerade alles gekauft. Hier Goose und dieses
weiß ich nicht genau, was das ist, ein Guinea-Hen. Und normale Eier gibt es nicht. Also die Henne hier hat keine official Position. Die will anscheinend keine Eier legen. Naja, ansonsten hier unser guter Minotau ist immer noch hier und macht auch nichts groß. Und ich habe auch sonst eigentlich nichts groß gemacht. Ich versuche das hier nochmal zu vergrößern, damit man hier ein bisschen mehr Steine und ein bisschen mehr Barren hat. Und ja, genau, ich habe noch versucht, hier mal das Ding zum Laufen zu kriegen, aber das funktioniert hier nicht so. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil das hier einfach nur ohne irgendwelche, ja, irgendwelche Abgang oder sonst was ist. Also es ist kein fließendes Wasser. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ob ich hier oben, wo war das denn? Unter dem Wasserspiegel sozusagen, ein Rad noch hinbaue. Hier genau. Oh, hier sind aber noch tolle Sachen, die will ich natürlich noch weg haben. Genau, hier ein Rad hinbaue. Und also hier oben sozusagen aufbohre und das Wasser dann hier reinlaufen lasse irgendwie, damit hier ein Rad ist, was dann auch sich dreht und das Wasser lassen wir dann an den Rand der Map weglaufen. Ja, muss ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Genau, ich würde jetzt einfach mal weiterspielen und dann verpasst ihr auch nichts Spannendes, wenn jetzt nochmal irgendwas passiert, was jetzt hier mit dieser Baronie ist oder so weiter. Mal sehen. Wir gehen jetzt nochmal kurz hier hoch und gucken mal noch kurz. Die sind jetzt noch da. So, wir brauchen keinen. Wir haben auch hier keine Sachen mehr. Das glaube ich alles weg. Wir haben da einfach gekauft ohne Ende. Und ja. Ich würde sagen. Was? The agreement to establish a guild for the Lush Hall has been abandoned. Okay, was, wieso? Was ist mit meiner Gildenhalle? Was ist das Problem? Ich habe hier doch Gildenhallen. Hab sogar mal hier noch ein paar Statuen reingestellt, weil wenn man hier drauf geht, dann sieht man, das ist jetzt eine Gildenhalle. Also, da ist jetzt nur noch eine Gildenhalle und das ist okay, aber hier zum Beispiel auch nicht. Da stand, dass man da hier unten stand, also dass die auch eine Great Guild Hall haben wollen. Und da braucht man wahrscheinlich 10.000 Value. Das will jetzt doch keiner haben. Okay. Ja, wir gucken mal. Wir machen trotzdem vielleicht da mal hier eine Great Value draus. Ich habe noch ein paar Goldstatuen in Produktion gegeben. Die sind ja auch einiges wert. Das heißt, hier, da haben wir ja schon 9.000. Da fehlt nicht mehr viel, bis wir da 10.000 haben. Mal gucken. Ne, dann ist es eine Great Guild Hall. Moment, gucken wir machen das einfach mal schnell. Ich glaube, wir haben hier noch Goldstatuen. Ja, die Frage ist aber, wie viel sind die wert? Müssen wir mal gucken hier unten. Jetzt bin ich zu tief. Moment. Ja, sind wir auch, wo sind die denn? Unsere lieben Goldstatuen hier. Was sind die denn so wert? Ja, die sind noch nicht so viel wert, weil wir da noch hier erst noch tollere Sachen draus machen müssen. Ja, die müssen über 1000 wert sein, auf jeden Fall. Und da ist aber schon einer dabei, der das macht. Ne, wir haben hier ganz viele Gems. Und der wird jetzt diese Goldstatue von As Valendet. Ist das unser Major? Hat er jetzt verbessert? Okay, ja, die ist jetzt 1000 wert. Nö, das ist nicht, das ist ein anderer. Ist nur der Vorname. Ist gleich. Okay. Bolts tun sollen wir nicht. Okay, das macht nichts. Macht er da jetzt noch weiter? Macht er den jetzt noch besser?
Oder holt er sich eine neue? Ne, er holt sich eine neue. Okay, hier haben wir noch ein Goldzepter. Gut, ich meine, die ist jetzt 1000 wert, aber da warte ich noch ein bisschen. Und melde mich dann wieder, wenn... Ach, guck an. Gitnaglet and the surrounding lands have been made a barony. As Adelison Baroness of Minderby has been re-elected. Also wir sind eine... aber wir sind eine Metropole, aber wir sind eine... A barony, tatsächlich. Ach du Kacke. Okay, die braucht jetzt auch ein Mausoleum, eine Grabstätte. Ein Champion? Wow, muss ich mal gucken, was macht denn ein Champion? Ist das unser bester Kämpfer oder... Keine Skills haben wir da auf jeden Fall. Wir sind eine Baronie. Können wir auch zum König werden? Können wir auch zum König werden? Das wäre mir jetzt mal echt, das wäre doch geil. So, das heißt aber, wir müssen hier mal noch eine... Dringend ein... Was machen wir hier? Also, ich würde sagen, so ein Grab, so, oder? Das ist groß genug? Mal gucken. Ob das groß genug ist für so eine Baron, für so eine Baronin. Da müssen wir bestimmt wieder irgendeinen Scheiß reinmachen. Weißt du, was wir machen? Man kann bestimmt auch einen Goldsarg oder so. Oder einen Sarkophag machen. Aber Gold. Hallo? Nein. Goldsarkophagus. Das mach mal, bitte. Mach mal einen. Und dann müssen wir den auch noch verschönern. Wahrscheinlich mit Edelsteinen. Und was wir sonst noch brauchen. Krass, also das hatte ich jetzt auch wirklich noch nie in irgendeiner Festung, dass ich eine Baronie geworden bin. Und das war tatsächlich, weil ich dem jetzt vorhin zugestimmt habe, dass das in Ordnung ist. Und wir sind ja das Homeland sozusagen. Ich habe ja extra angefangen mit einer Welt, die erst 5 Jahre alt ist. Und hier gibt es dann relativ wenig, wenn wir auf die Weltkarte gucken. Wir sind jetzt hier unten. Genau, und hier ist was. Hier sind Elfen. Haben wir aber keinen Kontakt. Hier sind Menschen. Sonst ist hier in der Gegend nicht so viel. Hier sind auch nochmal Elfen. Gibt es überhaupt noch andere Zwerge hier? Okay, gerade mal 30 Leute wohnen da. Das ist wirklich wenig. Hier ist Goblins und hier auch, oder? Ja. Mit denen haben wir Peace und mit denen auch. Unnamed Rodent Man Civilization. Aha. Und was ist das? The Dark Goblin Pits. Okay. Hier sind auch nochmal Zwerge. Oh, die haben immerhin 200 Leute. Also, ihr seht. Oh, jetzt könnte ich hier tatsächlich was machen. Warte mal, das will ich aber mal machen. Wir gehen mal hier hin. Ja. Wir können da Sachen machen. Das habe ich schon verstanden. Aber könnten wir jetzt zum Beispiel hier... Das sind ja, die sind jetzt am nächsten dran, ne? 6 Days Travel. Was kann ich hier machen? Ich könnte da jetzt raiden. Okay. Ich könnte die raiden. Squads will try to avoid detection. Free captive belongings to your civilization. Release other prisoners. Take important treasures. Loot other items. Steal livestock. Okay. Ich könnte jetzt die angreifen. Will ich jetzt aber nicht.
Also das heißt, ich habe jetzt hier Missions, die wollen wir aber nicht. Nö, nö, nö. Was gibt's denn hier für News and Rumors? Keine Ahnung. Artefakte. Oh. Hier oben ist ein Necromancer. The Terror of Gruing. Aber da komme ich jetzt von meiner Location gar nicht hin. Aha. Ja. Gut. Jetzt machen wir doch erstmal hier weiter und werden unser Baroness hier mal so einen Tump machen und gucken, ob das dann auch so in Ordnung ist, wie sie das gerne hätte. So, hier wird auf jeden Fall alles geglättet und dann auch natürlich engraved. Wo kommen wir denn da sonst hin? Dann kommen da alle hin und das geht so schnell, das ist so geil. Die kommen alle hin, jeder stellt sich eigentlich auf ein Plätzchen und dann zack, 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 fertig. Mega gut. Mega gut. So, dann machen wir da gleich hiermit weiter, wenn ihr es habt. Go, go, go. Und dann stellen wir da mal so ein. So, das machen wir alles hier. Dann stellen wir hier mal so einen Sargophag rein, wenn der fertig ist. Jetzt bräuchte man noch eine hübsche Tür halt, ne? Ich glaube, wir haben nur hässliche Türen. Ja, die wollen wir nicht. Da braucht man natürlich auch eine Goldtür, würde ich sagen. Muss ja alles aus Gold sein hier. Gold, Coins. Make. Gold. Was kann man denn da noch reinstellen? Außer ein Sarkophag und ja gut, Statuen vielleicht. Also wir machen jetzt noch eine Goldtür. Bitte auch nur eine. Ach guck mal, der Sarkophag ist schon fertig. Ist der jetzt hier dabei? Nee, das ist. Okay, hier sind auf jeden Fall noch die Gitter. Statuen. Ein Bookcase. Okay, die Bookcases, die wollte ich noch in die Dings stellen. Die Altare. Die wollte ich noch in die. Warum bringt er das da nicht hin? Die wollte ich noch in die Bibliothek stellen, wollte ich sagen. Okay, wo ist jetzt dieser Sarkophag? Joa. Fragen über Fragen. Hier ist ja nur Statue, 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 Statue. Und die sind auch so komisch verdeckelt. Das sind Silberstatuen. Und da haben wir schon wieder Forgotten Beast. Budam Kitsest Bardum. A Towering Eyeless Dragonfly. Also Drachen können ja eigentlich fliegen. Ah ne, der ist hier drin. Schauen wir mal, was der macht, während die da noch weitermachen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ja, der kann auf jeden Fall fliegen und das könnte ein großes Problem werden für mich. Das könnte ein großes Problem werden. Deswegen stellen wir auf jeden Fall schon mal unsere Jungs dahin. Stationary hier bitte. So, komm mal her, wo bist du jetzt hin? Hier. Weil der kann über meine Mauern drüber fliegen. Und der ist hier zielsicher, killt hier irgendwas. Also die haben wirklich. Oh, jetzt ist er hier hoch. Kommt er hier raus? Diese Beasts, die sind. Ja, also die sind schon sehr stark, aber es gibt halt auch Sachen in den Höhlen, wo sie killen. Hier war es doch gerade. Wo ist jetzt hin? Komm, put, 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 zeig dich.
fliegt hier irgendwo rum, wo zum Beispiel diese so blinde Oger und so Kram, die killen die tatsächlich. Ich will jetzt wissen, wo der hin will. Jetzt ist er wieder hier raus. Tut irgendwas, ja, ne, kämpft gegen irgendwas und ist jetzt aber auch schon verletzt. Er kämpft nicht gegen uns, sondern gegen irgendwas anders. Die Frage wurde, wo der jetzt hier wieder rauskommt. Keine Ahnung. Die habe ich halt nicht erforscht. Also er hat wohl gewonnen. Jetzt ist er wieder am Kämpfen. Ich weiß aber auch nicht gegen was. Nicht gegen uns, das ist mal wichtig. Und er blutet heftig und ist schwer verletzt. Ja, und dann war er tot. Vermute ich. Ja, so viel zu diesem Biest. Okay, ihr könnt wieder euren normalen Routinen nachgehen. Nun gut, so, wir gucken mal nach dem hier. So, Furniture. Aber ist das jetzt? Ah, hier ist der Gold-Sargophagi. Distance 33. Wo ist der denn jetzt? Ich würde den gern. Also, ich würde gern, dass der noch ein bisschen verschönert wird. Aber. Ah, da ist er. Da ist er. So, das heißt, das wird doch jetzt irgendjemand machen. Jetzt werden erst noch ein paar. Das geschliffen und jetzt holt er sich irgendwas. Ich hoffe, den Sargophag. Nein, wir haben hier tatsächlich noch Kram. Wir haben ja tatsächlich noch Kram drin. Die Tür ist auch da. Ja, die sollen jetzt erstmal das verschönern und dann machen wir das Grab schön. Und okay, die Merchants gehen, das ist okay. Dann machen wir das Grab schön. Und ja, wir müssen dann fast noch, also hier sieht man leider nicht, wie viel es wert ist. Das wäre nämlich echt praktisch, wenn man das sehen würde. Wie bei den Gildenhallen. Damit man weiß, wann, was muss ich denn da jetzt noch reinstellen, damit es Next Level ist. Aber hier sind ja echt schon Sachen, die sind sack viel wert. Hier, guck mal, allein dieses Ding ist ja 27.000 wert. Und trotzdem sagt die, ja nö, also, oh, das ist so, mäger ist es und decent braucht's. Also die Frage ist wirklich, was ist das Problem? Ne? Mäger heißt so mager. Also das ist ein magerer Raum. Ist es von der Größe vielleicht abhängig? Müssen wir mal gucken. Und decent. Decent. Was habe ich jetzt hier geschrieben? Moment. Das wollte ich nie schreiben. So, ich gucke ja immer, was das heißt. Anständig. Ja. Also, was bedeutet anständig? Kann das sein, dass das ihr einfach zu klein ist? Ich meine, das wäre ja jetzt nicht das Problem. Dann machen wir das hier halt einfach nochmal hier so. Ein paar Ecken größer. Ne? Es hat dann hier so ein paar Dingsbums. So, dann ist das hier doch ein hübscher Raum. Also probieren wir es halt mal aus. Ob das das ist, warum die das nicht toll finden. Weil wir haben hier so viel Sachen, also Goldkram, ja. Also ich weiß gar nicht, wie viel dieser Raum wert ist. Ziemlich viel, aber es reicht halt nicht, ne? Die findet das immer noch mager. Bin mal gespannt, was so eine Baroness hier möchte. Gut, wir haben hier auch Sachen drin, die nicht so viel wert sind. Silberstatue, ne? Aber sowas hier, Gold, Sachen, also. Das ist ja verrückt. So, warte mal, das machen wir jetzt hier so schön. Alles bitte. Hier oben auch. So, das hier ist auch noch. Ja, genau, muss auch noch schön werden. Und
Dann ist der Raum größer. Vielleicht liegt es daran, dass die den Raum als zu klein empfindet. Hier immer mal gucken, solange da keine. Okay, die sind abgehauen. Solange da niemand von mir kämpft, ist das alles eigentlich egal. So, hier noch, das noch. Glätten bitte. So, du bist schneller gewesen. Dann wird das hier alles noch engraved. Was noch nicht ist. Oder war tatsächlich noch was nicht? Ja, sowas. So, und du bist hoffentlich auch bald fertig. Dann wird es hier oben auch noch gemacht. Und dann schauen wir uns nochmal die Sachen an. Aber nee, das ist immer noch, ne? Es ist immer noch nicht das, was wir wollen. So, wie sieht's mit unserem Sargophag für sie aus? Der ist immer noch hier. Ist aber auch nur exceptional. Das ist das Problem, was wir hier haben. Furniture. So, dann deswegen kommen die Sachen nicht hier rüber. Dann, wenn die fertig sind. Weil ich habe ja gesagt, diese Dinger hier müssen ja masterful sein. Und das hier, was hier hinkommt, das ist dann sozusagen das andere und wird dann hier wieder eingeschmolzen. Aber der müsste sich dann eigentlich hier wieder was holen, die Statuen schön machen und den Sargophag. Und dann können wir diese Mausoleum-Grabstätte für unsere Baronin machen. Und die ist tatsächlich auch gewählt. Das finde ich auch gut, dass die nicht ja, sich selbst als Monarchin erhebt, sondern tatsächlich gewählt wird von den Zwergen. Wow, hier ist auch wieder alles voll, weil wir so viel Holz haben. Okay, hier ist noch einer, der ein Ex-Lord geworden ist. Super Sache. So, jetzt ist der Sargophag dran. Sehr schön. Jetzt ist der Sargophag dran. Der wird hier verschönert. Oha. Auch das noch. Ist aber kaum was wert. It is encrusted with masterfully worked table cut phrases by Deduc. Okay, es ist erstmal nur so verschönert. Macht er da noch weiter? Ich meine nicht, dass es irgendwie ein Problem wäre, aber ich glaube es fast nicht. Ja? Ja, der bringt jetzt hier wieder Zeug und dann kommt er hier rüber. Unser Sargophag, richtig? Tatsächlich. Okay. Nö, dann ist es halt so. Hast du halt nur so einen Gold-Sargophag. So, und der hat den Stoneworkers Workshop. Das heißt, wir haben auch gleich noch ein neues Artefakt. Gefällt mir. So, Furniture. Das hier. Und bitte den Sargophag. Und dann machen wir hier noch Statuen rein oder so. Und die goldene Tür. Später. Und da gucken wir mal, was er hier erschafft. Aber wir können auf jeden Fall erstmal sagen, du, zack, akzeptiert. Und das ist für unsere Baroness of Mint Abbey. So. Und dann müsstest du doch. Ach, guck mal, das findet sie jetzt toll. Aber es ist einfach nur ein Feintomp. Warum? Warum ist das jetzt fein? Also was. Braucht die vielleicht drei Räume jeweils? Ist es blöd, wenn ich die Räume, also alles in einem. Oh, was ist hier los? Da ist irgendwas schlecht geworden. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn was schlecht geworden ist hier. Da ist was schlecht geworden. Kommt ihr da nicht hinterher oder was ist da los? Hier ist alles gut. Hier haben wir noch ganz viel Zeug. Okay. Ja, bringt das mal weg. Also könnte das sein, dass wir vielleicht hier halt einfach einen Raum machen müssen, dann noch einen Raum für sie und also drei Räume sozusagen. Könnte das
könnte das sein? Ich würde einfach mal sagen, ich probiere das mal ein bisschen aus, was denn jetzt das Problem ist. Und spiel hier nochmal ein bisschen weiter, wenn irgendwas Weltbewegendes passiert, wir werden zum König ernannt oder sonst was, dann melde ich mich natürlich wieder, dann wird die nächste Folge so beginnen. Jetzt kommen auch schon wieder ein paar Migranten, es soll mir recht sein. Und ich würde mal sagen, Leute, macht's gut, bis dann.